Sie sind die Teilnehmer des Malwettbewerbs Meine Reise in die Zukunft. Insgesamt 750 Schüler aus ganz Oberösterreich haben mitgemacht. Eine Idee der ÖBB, des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes und des Klimabündnisses. Wer gewonnen hat, dazu später mehr. 9 Uhr, Eintreffen der Schulklassen am Hauptbahnhof Linz. Dieser Zug ist extra für die Kinder reserviert. Es ist uns einfach wichtig, den Siegerinnen und Siegern ein besonderes Erlebnis mit zu geben. Nicht nur die Siegerehrung, die natürlich an sich schon toll ist, aber die Kinder sollen ein bisschen spüren, was heißt öffentlicher Verkehr. Ah, da sitzt man super. In der Fahrerkabine sitzen, eine Durchsage machen. Wir können weiterfahren. Fahrkarten entwerten. Normalerweise machen das die ÖBB-Mitarbeiter. Heute sind die Schüler dran. Der Malwettbewerb ist mehr als nur ein Bildzeichnen. Er regt zum Nachdenken an und macht auf das Thema Klimaschutz aufmerksam. Wir beschäftigen uns ja sehr intensiv damit, dass wir Menschen davon überzeugen, sich mit klimaschonender Mobilität auseinanderzusetzen, darüber nachzudenken. Das geht, indem die Schülerinnen und Schüler Spaß haben und Freude haben an dem, was sie tun. Und deswegen haben wir diesen Malwettbewerb gemeinsam mit unseren Partnern Klimabündnis und ÖBB begonnen. Die Mobilität ist auch für die Kinder ein Stück Freiheit. Manche haben jetzt gerade die Radfahrprüfung gemacht, aber sie sollen nachdenken, wie man die Mobilität in der Zukunft gestalten kann. Und das ist eine ganz sympathische Art, einfach durchs Malen darüber nachzudenken, wie man sich bewegt und wohin man sich bewegt und was man damit verursacht. Mit den Öffis fahren oder mit dem Rad. Das Klimaschützen kann jeder. Das beginnt bei der Ernährung, dass ich da einfach schaue auf biologische Produkte, auf regionale Produkte. Ein bisschen weniger Fleisch hat den meisten Österreicherinnen und Österreichern nicht. Das heißt vielleicht ein wenig weniger lang duschen, den Heizkörper ein bisschen reduzieren im Winter, die Kühlung im Sommer auch nicht so weit runterdrehen. Also da gibt es wirklich unterschiedlichste Möglichkeiten und es ist eigentlich ganz einfach, man muss es nur tun. Auch Sie haben etwas getan. Die Schüler haben ihre Zeichnungen eingereicht. Sophie Bammer von der Volksschule Mühldorf hat den Wettbewerb gewonnen. Der Preis: eine Bahnreise mit ihrer Familie nach Wien mit Übernachtung inklusive Eintritt in den Tiergarten Schönbrunn. Dazu ziert ihr Kunstwerk ab sofort einen Bus.